Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia im neuen Spielabschnitt. Den haben wir nämlich letztes Mal freigeschaltet, nachdem wir Rufus aus dem Knast verholfen haben. Da wurde er nämlich hinterhältig eingesperrt von Dr. Gizmo, nachdem er mit Cletus telefoniert hatte und dann Goal aus der Krankenstation abholen wollte. Ja, von Dr. Gizmo hat Rufus dann die Information bekommen, dass Goal sich inzwischen bei Wenzel aufhält. Und zum Glück hatten wir noch eine Postkatze dabei. Die konnte Rufus auf dem Baum aussetzen, was dazu geführt hat, dass bei Dr. Gizmo der Brandschutzmodus ausgelöst wurde. Und zack, konnte Rufus aus der Zelle entkommen. Ja. Dann hat er sich prompt auf den Weg gemacht zu Wenzel. Und ja, was ist denn da eigentlich so genau passiert? Irgendwie war das ein bisschen. Wenn man das so genau wüsste, ne? Also bei Wenzel war ja gerade Toni am Duschen und weil er irgendwie sich wohl vielleicht eine kleine Romanze oder so erhofft hatte mit ihr, hat er Goal jedenfalls im Keller in den Schrank gesperrt, damit Toni nichts davon mitkriegt, dass Goal da ist. Und ja, Rufus hat dann erstmal das Toni erzählt, dass noch irgendwie ein Mädel im Keller ist. Dann war Wenzel erstmal direkt unten durch bei ihr. Und naja, also alles nebenher, ne? Eigentlich geht's ja um Goal. Das heißt, Rufus ist ab in den Keller, hat sie aus dem Schrank befreit, auf ein wirklich geeignetes Gefährt gesetzt, mit dem man sie transportieren kann. Ich glaube, es war einfach eine Schubkarre. Ja. Und wollte dann eigentlich mit ihr abhauen. Allerdings kam der Organon ja auch an und ja, die wollten dann auch runter in den Keller und wollten eben Goal schnappen. Da hat Rufus Flux die Tür zum Keller mit der Wünschelrute von seinem Vater versperrt. Dann hat der Organon die Tür eingetreten, die Wünschelrute ist quer über das ganze Fußballfeld weggeflogen bis zum Telefonisten und dort in die Erdmagnetfeld-Manipulationstafel. Und das hat dafür gesorgt, dass sie Glocke geläutet hat bei Hanek und die Magneten verschoben wurden. Das heißt, es wurde eine Sprengung ausgelöst, aber nicht da, wo das eigentlich sein sollte, sondern bei Wenzel, beim Haus. Da waren nämlich alle drei Magneten da, quasi dreifach Power-Sprengung. Und irgendwie hat das dazu geführt, dass Rufus und Goal dann eben entkommen sind. Und jetzt sind wir mit Goal irgendwie auf so einem, ja, was ist das, ein Schrottumladeplatz? Wir wissen es noch nicht so genau, es ist jedenfalls nicht mehr Kuwak, es ist jetzt was anderes, neues Gebiet. Und da schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen um, ne? Ja. Let's go. Das ist eine gute Frage, Rufus McSchmufus. Mhm. Wer braucht so viel Licht? Ja, die können wir bestimmt später noch gebrauchen, die Lampe. Was hat wieder noch? Was ist den da im Schrotthaufen, Schrott? Ne? So, Schrotthaufen einmal reinwühlen. Ja. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Hallo? Okay. Weichenstellkasten. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Ah, na klar. Weichenstellkasten, da schraubt man keine Lampe rein, oder? Nee. Wüsste ich jetzt auch nicht. Egal. Wenn du die jetzt reinschraubt, ne? Ein echter Profi erkennt sofort, was hier fehlt. Das nämlich schon mal nicht. Du bist so ein Sack, Rufus. Richtig voll gemein. Der Profi. So, was ist das denn? Da oben haben wir eine Signallampe, Hebel, Knopf und das Viadukt. Ist da rechts. Ja, dann. Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Hebel und Knopf, soll ich die schon drücken? Oder erstmal in die Schaltzentrale vielleicht? Kannst du mal reingucken. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Wir kommen da nicht hoch. Achso. Ja gut, dann nach rechts. Dann gehen wir ins Viadukt, ne? Sonst gibt's ja erstmal nichts hier zu tun. Ups. Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ah,
Das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Was ist das für ein Propellerhund-Tier? Da rechts gerade gewesen. So, Skelett mit Schlüssel. Den Schlüssel würde ich mir gleich mal schlauen. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Da. Haha. Hey, du. Nun komm schon da runter. Ups. Oh. Es ist immer gut, einen Ersatz parat zu haben. Okay. Es ist immer gut. Haben wir ein Skelettbein? Ich will trotzdem den. Eins steht fest: Das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Das scheint wohl wahr zu sein. Ugh, zu hoch. Aber nicht zu hoch für ein Skelettbein. Ugh, zu hoch. Oh. Aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Hä? Über Kopf zu arbeiten? Ja, höher als. Naja. Ach so. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Ja, mach auf. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Gut, dann brauchen wir wohl irgendwas, womit wir das aufkriegen. Außenkurbel ist auch noch. Krass, wie weit kommen wir denn da noch? Was ist denn das für ein Typ überhaupt? Können wir mit dem schnacken? Bestimmt, ja, das spare ich mir gerade noch. Ich will erstmal gucken hier, was Signallampendeckel. Na gut, dann gucken wir. Aha! Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ja, steck ein, Rufus. Zack. So, jetzt haben wir eine rote Signallampe und eine Mine-Bike-Lampe. So, was haben wir sonst noch? Den Ober. Also, der hat einen Schnaps. Schnaps. Und er ist der Dog. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Haha, verstehst du? Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Hey, den könnte ich nach dem Weg fragen. Natürlich nur, um zu testen, ob er ihn auch kennt. Okay, wir klauen ihm erstmal den Schnaps, wa? Aber vorsichtig, Rufus, du musst echt verlink sein. Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Hm, wenn's denn sein muss. Wow, wer bist denn du, Doc? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinder Kopf. Normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Da, 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 da. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Was? Komischer Werbeslogan. Ich bin auch ein Bastler. Ja, ich bin auch ein Bastler, ne? Ja, ja. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Wir grinsen. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ist doch egal, was man sagt, ne? Und Neurochirurgie? Ja. Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Na gut, Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war,
Es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ja, das lebt toll, da wohl ganz gut. So, ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Ja. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super, sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Haha, wie er sich einfach durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Achso, das hatten wir schon, genau. Mal angenommen. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastler-Kodex. Wenn's schon wieder so geklappt. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Was? Nagelpistole? Wenn zum Beispiel ist mein Bike nicht entspannt. Meine Freundin ist zu schwer. Ja, wenn zum Beispiel, dass mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse. Was? Ja, ja, der Rundschaft, ja, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Danke, Mensch. Hey, nice. Super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Was? Was redet der denn für einen Unsinn? Ich weiß es nicht. Meine Freundin ist zu schwer. Meine Freundin. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Alter. Danke. Ist sonst noch was? Lass die Finger von zu schweren Freundinnen. So, meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss ja, Schicksal Leute, sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Ja, nö. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Haben wir noch mehr? Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Achso, nee, doch nicht. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Gut, Frauen ist ein gutes Thema, ne? Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob, wieso fragst du? Ach du Mensch, naja gut. Dann erzähl mal, Doc. Wir ergötzen uns ein bisschen an deinem reichhaltigen Wissen über Frauen. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha.
Ich war noch gleich dein erster Tipp. Ein Freund von mir, der, ne? Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve Flansch geben. Ist doch logisch. Alter, müssen wir uns das alles merken? Ich weiß es nicht. Also eine Schraubmuffe kann man an den sphärischen, aber keine Klemmmuffe an den kubischen. Ja, toll. Was war? Ja, das fragen wir dann nochmal. Ja. Solange da noch eine Mauve dran ist, kann das keine und irgendwie so. Mauve Flansch. Ach Gott. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Tis, tis, tis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Sag mal, kann der nur in Stromumkehrern sprechen? Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Boah, hätten wir bloß Zettel und Stift hier parat gerade, ne? Dann würde ich das mal mitschreiben. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ist da Schnaps drin? Kann ich jetzt den Schnaps haben? Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Oh. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Nice. Dann let's go. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. So machen wir das. Was? Rufus! Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem, ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab, aber gründlich. Okidoki. Wisch sofort den Flaschenhals ab, aber gründlich. Okidoki. Ja, gut, womit wüsste ich jetzt nicht? Was ist das denn? Ach so, der aviale Stromumkehrer. Was sagt der Doc noch gleich? Rufus, denk immer daran, ein Stromumkehrer kehrt Strom um. Mit einem eingebauten Umkehrer kehrt sich die Wirkung eines Gerätes um. Aber warum erzähle ich dir das? Du, Rufus, bist immerhin der brillanteste Tüftler auf der ganzen Welt. Man sollte einen Planeten nach dir benennen. Ach ja, der gute Doc. Hat er sich gut in Erinnerung behalten, die Worte von Doc?